Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch und hier stelle ich euch eine, glaube ich, noch relativ unbekannte Aktie vor, die aber das Potenzial hat für einen gewissen Hype, da sie eigentlich zwei, drei Megathemen verbindet und dazu, wenn wir uns auch von den Zahlen anschauen, nicht mega teuer ist absolut und auch von der Profitabilität. Im aktuellen Markt funktionieren ja vor allem Indexaktien, die in irgendwelchen ETFs drin sind oder Aktien mit einer Story, die auch dann in den sozialen Netzwerken funktionieren, Investoren draufspringen, dann auch die Quants. Und sowas könnte Drone Shield sein. Das ist meines Wissens der einzige Pure Play zur Abwehr von Drohnen. Man könnte es daher auch als eine grüne Verteidigungsaktie sehen. Wir sehen hier die Waffen, die wirklich wie aus einem Zukunftsfilm oder so aussehen. Und mit diesen Guns kann man Drohnen zum Landen bringen oder dass sie zurückfliegen. Denn da werden die Frequenzen einfach gejammt. Dann haben die keine Verbindung mehr. Und dann ist das normale Protokoll, dass eine Drohne dann landet. Oder wenn sie ein bisschen mehr Hightech drin hat, hat sie auch so ein Steuerungsgerät, dass sie weiß, wo sie herkommt und dann da wieder zurückfliegt. Damit sind sie erfolgreich mit diesen Guns. Sie haben aber auch Produkte, die man auf solche mobilen Autos draufsetzen kann oder stationär. Und das, glaube ich, wird jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg zunehmen. Ja, das ist ein bisschen ja die Panzer vom Ersten Weltkrieg. Das ist ja wirklich, sag ich mal, die Innovation dort. Und keiner will den letzten Krieg kämpfen. Deswegen werden alle Länder mehr in Drohnen und auch vor allem Drohnenabwehr investieren. Das ist, denke ich, auch einer der Gründe, warum es dort kaum Durchbrüche gibt, auch mit mechanisierten Verbänden, weil dann einfach die Drohnen kommen und die Panzer und Fahrzeuge lahmlegen. Und deswegen wird es einfach sehr, sehr wichtig, dass ich auch so eine mobile Abwehr habe. Dazu natürlich auch terroristische Anschläge, wie wir es in Israel gesehen haben, dass ich da halt auch mit Drohnen stationäre Flughäfen etc. Schütze. Und das wird unabhängig, wie der Krieg ausgeht, halt für viele Jahre meiner Meinung nach für Wachstum sorgen. Allerdings muss man sagen, Drone Shield ist eher, sag ich mal, am unteren Ende. Ja, also es gibt natürlich auch Drohnenabwehr, die dann irgendwie nochmal mehr advanced ist mit irgendwelchen Lasern, die dann irgendwie abgeschossen werden. Das machen dann, würde ich sagen, die großen Verteidigungsfirmen, wo das dann irgendwie auf dem Schiff oder so drauf ist. Und sie haben eher, sag ich mal, so die kleineren Lösungen, die wir hier sehen, die man aber halt auch braucht, die günstiger sind, die dann auch vielleicht Politiker brauchen oder zum Beispiel auch bei Events, ja, bei Sportstadien, dass dann, sag ich mal, Wachpersonal sowas hat. Ja, und wie gesagt, da kommt keiner zu Schaden, aber es ist wirklich halt eine Verteidigung, die ich brauche. Es ist ein australisches Unternehmen, aber die Aktie ist auch in Deutschland handelbar und sie haben auch sehr, sehr viel in den USA. Es gibt auch ein ähnliches Unternehmen, was in Deutschland gegründet worden ist, Dedrone, die sich auch in die USA orientiert haben. Auch weiteres Beispiel, Deutschland ist halt da nicht so stark, wo auch zum Beispiel einer der reichsten Deutschen investiert hat, der Stefan Quandt mit Acton. Warum ist die Aktie jetzt vielleicht interessant? Ich finde, sie ist jetzt eigentlich dadurch, dass sich das Umfeld eigentlich so massiv verbessert hat, ja, sie notiert in der Nähe vom All-Time-High, aber vor 6-7 Jahren war sie schon mal ähnlich so hoch. Und sie ist jetzt profitabel mit einem KGV von um die 22 für 24 bei zuletzt über 30% Wachstum. Wird nicht immer so weitergehen und ist natürlich auch ein bisschen projektbezogen. Aber wir sehen, es ist definitiv keine Hype-Bewertung und sie verdienen ordentlich Geld. Also das Umsatzmultiple liegt bei 3 oder 4. Die Margen sind da schon ordentlich. Weil wenn ich sowas brauche, ja, dann ist es ein neues Produkt, ist dann auch nicht der Preis entscheidend. Ja, und 2017, wo der Kurs ähnlich war wie heute, haben sie eigentlich noch gar keine Umsätze gemacht. Ne? Das heißt, jetzt hat man eigentlich, glaube ich, eine deutlich etabliertere Firma, die ja, im letzten Jahr mit 300% gewachsen ist. So wird es natürlich nicht weitergehen. Das ist natürlich, wenn ich dann einige große Aufträge bekomme. Aber ich glaube, dass sie jetzt in der nachhaltigen Profitabilität sind und von diesem Niveau dann auch stetiger weiter wachsen können. Hängt natürlich dann immer ein bisschen mit dem Markt und neuer Konkurrenz auf. Aber ich glaube, sie haben wirklich einen sehr, sehr starken Rückenwind
von dem leidigen Ukraine-Thema. Und ich finde es durchaus beeindruckend, dass dieses starke Wachstum halt auch mit einer Profitabilität einherging, was ja oft nicht so der Fall ist. Wenn eine Firma stark wächst, muss sie auch viel investieren. Und dann schreibt sie oft keine positiven Zahlen. Sie kriegen sogar von den Kunden oft, sag ich mal, Vorauszahlung. Deswegen haben sie auch eine Cash-Bilanz von 57 Millionen australische Dollar. Das ist ungefähr 40 Millionen Euro. Also der ist ein bisschen weniger wert. Sie haben eine gute Pipeline. Man weiß natürlich nicht immer, wie groß es dann ist, was wirklich ankommt. Aktuell ist das Orderbuch vielleicht ein bisschen schwächer als im letzten Jahr. Aber das kann sich natürlich sehr, sehr stark ändern. Und auch vorweg, ich bin indirekt hier minimal investiert als eine spekulative Beimischung. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das ist natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung. Ich glaube aber, dass das ein Thema ist, was halt mal Hype-Potenzial hat, wo viele Leute draufspringen können, was dann auch mal in solche Hype-Bewertungen reinlaufen kann, wie wir es aktuell im AI-Bereich sehen. Oder zuletzt, weiß ich nicht, Wasserstoff. Es wird ja immer irgend so ein Thema, sag ich mal, durchs Dorf getrieben, was dann auch einige Zeit funktioniert. Meistens dann oft wieder irgendwie runterkommt. Hier sehe ich aber halt A, das Hype-Potenzial gegeben, aber auch B, die Bewertung als unten nach Absicherung von der Seite. Und ich glaube, dass man diese Produkte halt leider in den nächsten Jahren immer mehr brauchen wird. Und warum ist die Firma auf einer australischen Börse? Ne? Viele VCs wollten in sowas lange nicht investieren. Ne? Die Fans waren irgendwie böse. Das hat sich jetzt seit Ukraine geändert. Das bedeutet aber auch, dass es nicht so viele Startups in, sag ich mal, gibt, die das seit 10 Jahren machen und dass man natürlich da einen gewissen technischen Vorsprung hat. Hier noch ein bisschen so Medien-Coverage. Also genau, Markt definitiv ist natürlich nicht groß, aber wird stark wachsen. Denn Drohnen sind einfach sehr, sehr günstig und gerade auch China ist da sehr, sehr stark. Wenn die da in Schwärmen kommen, dann wird es auch schwierig, die abzuschießen. Dann braucht man vor allem halt auch solche Frequenzabwehr. Nicht nur im militärischen Bereich, wir sehen halt auch Wirtschaft, Flughäfen und solche Themen, Stadien. Und deswegen, der Markt wird aktuell so auf 10 Milliarden geschätzt, wovon Militär einfach nur ein Viertel ist. Das ist der CEO von DroneShield, der ist nicht der Gründer, ist er schon länger macht, Mathematik-Hintergrund hat, jetzt nicht so der Charismatiker ist, aber eher so der CFO und Finanzer, was aber auch nicht schlecht sein muss bei einem Wachstumsthema. Wie funktioniert das jetzt? Genau, also hier werden halt diese Strömungen rausgeschickt oder dann wird die Frequenz unterdrückt, also sie werden nicht abgeschossen. Und hier ist auch noch eine wichtige Folie. Hier sehen wir die Übersicht der verschiedenen Produkte. Und das ist, haben sie auch noch eine Folie zu der Konkurrenz. Das ist wirklich halt sehr, sehr umfassend. Also sie haben ja diese Drone Gun, aber sie haben halt auch stationäre Sachen und manchmal haben Konkurrenten halt nur eine Sache. Und da können sie natürlich alles aus einer Hand abbilden. Und aktuell sind sie in der Tactical Gun am weitesten. Oder das ist das Wichtigste für den Umsatz. Aber natürlich hat auch großes Potenzial diese Fixed Site, wo sie noch relativ schwach sind, wo aber halt dann mehr Wachstum herkommen kann. Denn wenn ich ein Stadium bin, dann brauche ich eigentlich oft beides. Ich brauche was Stationäres, aber vielleicht auch was Mobiles, wenn da irgendjemand durchkommt. Und das hier finde ich auch eine schöne Folie. Macht nicht jeder immer, dass er auch die Konkurrenten nennt. Da kann man sich einen guten Überblick über den Markt machen. Zum Beispiel Andoril ist ja einer der wenigen Defense-Startups, die aber halt dann so Produkte integrieren, ne? Dass sie nicht alles selber machen. Und sie sind die einzigen, die halt es als Gun haben, auf dem Fahrzeug und fix. Und noch eine dänische Firma, die es macht. Hier sehen wir diese deutsch-amerikanische Firma D-Drone, die aber halt nur auf der Fixed-Seite das hat. Und es gibt halt die drei Sachen. Also erstmal muss ich es halt erkennen und dann muss ich es halt auch ausschalten. Na, das sind auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Und da kommt dann das nächste Thema, was sie halt auch mit AI machen. Dass es halt irgendwie erkannt wird, ist das eine Bedrohung, ist das eine Drohne. Da, denn nur mit Kamera läuft es nicht. Es ist dann auch so eine Mischung wie beim autonomen Fahren, dass ich da verschiedene Quellen habe, das erkenne, wo das auch hinfliegt. Das ist hier diese Erkennung. Und dann Assess, da kommt halt dann auch das AI hier mit rein. Ja, das nächste Hype-Thema. Und das dritte, dass ich halt dann auch reagiere und es ausschalte, was dann halt mit hier den Produkten ist. Oder
was es auch dann natürlich von anderen gibt, dass man es irgendwie abschießt. Ja. Hier sehen wir auch die verschiedenen Produkte, das ist Radar, Kamera, auch Akustik und Radiofrequenzen, was sie alles in eine Lösung integrieren. Und sie sind halt dann vor allem tätig in diesem Smart Jamming, was den Vorteil hat, das können sich halt auch Firmen kaufen, ja, oder sag ich mal, die Hürden sind nicht so hoch und ich habe natürlich auch weniger Kollateralschäden. Ich glaube, es ist was anderes, im Sportstadion mit irgendeiner Machine Gun rumzuschießen. Das wird, glaube ich, nicht kommen. Und auch mit irgendwelchen Netzen, glaube ich, kann ich nichts gegen Schwärme machen. Und die Manipulierung ist wahrscheinlich auch schwierig. Da gibt es dann auch irgendwie, sag ich mal, Gegenmaßnahmen. Und sag ich mal, was aber halt natürlich dann im militärischen Bereich kommen wird, das ist halt über Laser oder Microwave, was dann aber halt bei Fregatten oder sowas und natürlich auch ganz andere Kostenpunkte sind, wenn wir diese Sachen hier sehen. Und gerade für mobile Einheiten, auch im militärischen Bereich, werde ich halt dieses Smart Jamming brauchen. Hier erklären sie nochmal halt, wie sie mit AI halt durch dieses Noise erkennen, was jetzt, sag ich mal, eine Bedrohung ist und was nicht. Und dass man dann da Alarm schlagen kann. Es wird auch schon in der US Navy genutzt und zum Beispiel auch bei Sportevents, da gab es ja auch leider terroristische Anschläge. Also, es ist ein Zukunftsthema, immer noch eine relativ kleine Firma, die meiner Meinung nach auch nicht zu teuer ist. Sie haben, wie gesagt, sie haben keine Schulden, haben Netto-Cash, was auch die Marktkapitalisierung noch ein bisschen normalisiert und basierend auf den aktuellen Zahlen, auch die Schätzung fürs nächste Jahr, haben wir ein KGV von so um die 20. Ich nehme mal ein organisches Wachstum von 18% an und wegen dem hohen Marktwachstum und auch, dass es eine antizyklische Firma ist, ja, die rezessionssicher ist, mit hohem Umsatz- und Gewinnwachstum, kommen wir hier auf ein faires KGV von 24. Im Hype kann es natürlich auch nochmal doppelt so viel sein. Und natürlich können die Schätzungen auch zu konservativ sein. Kann natürlich auch, dass das Risiko, dass die Bestellungen da zurückgehen, aber dass viel neue Konkurrenz reinkommt. Trotzdem, ich finde es als eine spekulative Aktie, wer eine grüne Verteidigungsaktie sucht, die aber jetzt nicht nur auf Krieg und Militär ausgerichtet ist, kann hier fündig werden. Man kann sie auch in Deutschland gut kaufen, ist auf Lang und Schwarz, Trade Republic handelbar. Ansonsten für größere Accounts natürlich auch über Interactive Brokers sind ja auch unten verlinkt. Deswegen finde ich ja auch ein ordentliches Renditepotenzial, aber es gehört definitiv halt eher zu den spekulativeren Aktien. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und solche Aktien, wie gesagt, findet ihr auch in meinen Investmentprodukten. Kann man sich auch gerne anschauen, Fonds und Wikifolio. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.